Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ark Das Nomaden. Problem ist, Das mein Vogel hat kein Stamina. Chaos geht weiter. Genau, es sind wir dann alle da. Der Balu, die Wullemaus, der Xar, der Anubis und der Sanitäter. Und wir werden weiterhin von denen geärgert. Wir waren jetzt alle ausgeschwärmt zum Erkunden. So, ich bin jetzt in der Nähe Wir von fliegen. unserer Auslogbasis. Wo muss ich hin? Bin im Norden von unserer Auslogbasis. Genau, da gehst du hin. Auf die kleine Insel Die davor daneben. ist. Ja, da bin ich. Und die sind genau gegenüber auf der großen Insel. Bin jetzt nördlich von unserer Einloginsel. Ach, da sehe ich dich. Okay, und wo ist der Alquetzi? Nee, den habe ich nicht dabei. Der Adler von mir schwebt da oben in der Luft. Und Wo? die Da oben. anderen sind da genau gegenüber, wo ich hindeute, auf die Insel geflogen, auf die Es lange. ist jetzt erstmal egal. Adler retten. Ja, der schwebt da So, in der Luft da oben. bringen dir. Hinter dir kommt ein Petri. Das bin ich, Jetzt bin ich. ist der Ich. Sunny. Okay. Die anderen sind da vorne. Ist So, egal. ich habe mich Hauptsache. jetzt auch mit meinem Vogel im Wald in Sicherheit gebracht. Sehr gut, Ja. Xar, weil die haben den Xar verfolgt. Aber die haben den Nicht mir den noch. Xar, Balu. Ach, den Balu, Entschuldigung. Xar ist hier. Ja. So, jetzt ist dein Vogel da. Sehr gut, Dankeschön. Oh, sie So, haben mal da und dies. versucht, mich zu grabben. Also, Aber jetzt sie einmal wussten noch. ganz ruhig, bevor wir jetzt wieder losfliegen. Wir sind jetzt alle erstmal hier, das passt gut. Versuch deinen Vogel hochzuheilen. Ich komme bloß leider gerade. Warte, warte, Jetzt habe ich ersetz ihn. dich. Und, Ich bin schon wieder am dies, Verhungern. die sind Hat jetzt jemand nerd. was? Die sind jetzt nördlich von uns. Ich habe nur ein Fleisch dabei. Eins Warte reicht mal. mir erstmal. Ah, ich hatte gerade noch eins. Hehe. Oh ja, nervend, da ist es drin. Ich Alles klar, sitze für Dankeschön. den Notfall. Sie Sitze kommen, ich. sie kommen. Kommen, sie kommen. Er hat mich versucht, einer zu greifen. Jupp. Das probieren die immer. Ja. Sollen sie mal machen, weißt du was? Ich gebe mich hier als Opfer aus. Soll mich mal greifen. Ich habe ihm eine gegeben. Ja, ich hab's gesehen. Mist. Ich hoffe, sie greifen Und noch mich. eine gegeben. So, jetzt sollen sie mich mal greifen, weil jetzt habe ich vorausgerüstet. Ebola. Noch eine Und. gegeben. Ja, ich hab einen Grappling Hook. Ja, und ich habe. Fliegt hinterher, fliegt Nein, hinterher. nein, Scheucht sie. nein. Nein, Nicht? nein, Ich hab nein. Nicht mindestens jetzt 100 hinterherfliegen. Kilo Stein mit dabei. Das wollen die jetzt. Das sieht man ja. Weil die fliegen jetzt ganz woanders hin, als sie zuvor hingeflogen sind. Zuvor sind sie nach rechts geflogen und wollten nur den Balu. Und jetzt fliegen sie nach links. Die sind unter Garantie dort, wo die Baumschubsis gebaut haben, ne, Balu? Nee, da waren sie nicht, da war ich ja. Okay. Okay. Könnten jetzt die fliegen ja nur wild irgendwo rum. Jetzt denen ihre Boote finden und zerlegen. Dann kommt die auf jeden Fall nämlich auch. Wir müssen die Boote finden, das hilft nichts, ja. Jetzt denen hinterher Ja, ist. aber ich lock die jetzt in den Wald. So, Nee. jetzt drehen wir mal die Strategie um. Wo, ja, aber da müssen wir da warten, sonst bringt's gar nichts, wenn du dir da hinloggst und da ist keiner. Das ist. Ja, hauptsächlich auch halt zum Ausruhen, weil ich habe jetzt einen von den beiden gegriffen und etwa 10 bis 20 Meter auf den Boden fallen lassen. Er hat es zwar überlebt, aber er wird mächtig Schaden davon getragen haben. Genau. Ich. Wo seid denn ihr jetzt hin auf einmal, Immer Leute? noch gegenüber auf dem Festland, gegenüber von unserem Auslagort. Ach, Leute. Da hat er gerade eben Stamina tanken müssen mit seinem Vogel. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie auch, ich bin hinter dir, Koya. Nö, das sind sie ja gar nicht. Nee, das sind wilde Vögel und ich bin schon Ja. wieder am Verhungern. Holy shit. Hier, das Das bringt bin nichts. Wir ich. müssen die Boote Kommt jetzt finden, bitte Leute. zurück. Ja. Also Auslogbasis, Da ne? vorne ist ein Petri, der nicht zu uns gehört. Zurück zum Boot. Scheiß auf die Petris. Wir müssen die Boote finden. Wir Siehst du Wulle müssen. geradeaus? Ja, ich sehe ihn. Ich flieg durch den Wald zu den Booten zurück. Ne, das ist Koya. Okay, dann war der nördlich das. Auf der anderen Seite ist nämlich auch ein Petri weggeflogen. Der Ja, ist Richtung Tundra. egal. Wie gesagt, lasst euch jetzt nicht von denen. Wir müssen die Boote. Das war eigentlich unser Ziel. Deshalb sind wir ausgeschwärmt, dass wir die Boote von denen endlich finden, damit wir da angreifen können. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal zusammenbleiben? Wir drei. Yep. Ihr seht mich doch. So, wir fliegen jetzt. Eben noch. Ich bin über Koja, aber ich brauche dringend Schnitzel. Was? Achso, da vorne. Ja, ich bin ein Stückchen weiter vorne. Ich sitze hier auf der kleinen Insel. Kannst du dir nicht ein paar Beeren pflücken oder so? Doch, aber die bringen halt leider nisch viel. Gib mir Was seid ihr mal mittlerweile mit den Schutz, weil Booten? die sind noch da. Wir stehen nach wie vor hier an der Insel. Wie gesagt, hier fehlen zwei Leute. Ja. Minimum, ja.
Habt ihr noch zwei Vögel? Ja, dann lässt man das da alles stehen, das ist scheiße. Naja, wir könnten höchstens die Boote irgendwo raus aufs Meer stellen und mit dem Quetzi und Mini-Flap-Flap losgehen. Zwei bis drei Folgen hier, die. Ja, das wäre die einzige Sache, aber dann sind eventuell die Haie an Boot dran oder dann weiß ich nicht, ob das so gut okay, geht. Okay, das Verhungern ist jetzt erstmal vorbei und wir fliegen jetzt warte zu den mal, anderen. Warte mal, ich habe doch extra für dich ein paar Bären gesammelt. Ach, egal. Hast du auch noch? Ja. Oh, süß, danke. Damit du endlich mal richtig Hunger weg hast. So, bist du? Ich bin über dir, direkt über dir und ich komme jetzt runter. Ich wurde gegriffen. Ah. Doch, doch. Warte, ihr wart doch eben noch hinter mir. Ach, fuck. Wo seid ihr denn? Nein! Ach, ich hasse diese. Moment, wo sind sie denn? Ja, wir waren gerade noch am Ufer jetzt. Ich sehe. So, alles klar, steig wieder auf und komm. Nee. Die können greifen, ich kann's aber auch, ne? Ja. Brauch ich gleich ein bisschen. Weil wir sind zu schwer, die können uns nicht hochheben. Ich versuche mich mit einem Grappling Hook an die dran zu hängen, das war eigentlich mein Ziel. Ah ja, okay. Haha. Wie zieht man mit dem Grappling Hook ran? Maustaste. Links. Verdammt. Wenn du dran bist, mit der Nahkampfwaffe drauf. Ich verfolge dich, Koya. Alles gut, ich verfolge dich. Ich komme nicht dran mit der Nahkampfwaffe, das ist das Komische. Ja, dann schieß halt Pfeile drauf oder so. Eben. Ich muss kurz landen. Er muss mal eine andere Waffe dafür nehmen. Hier kommt ein Adler. Hier kommt ein ja, Adler. Ich bin zurück. So. Oh ja, wo haben sie dich hin verschleppt? Mich haben sie betäubt, wie auch immer. Wie haben sie mich betäubt? Wo bist du? Hast du vielleicht einfach zu lang gehauen und die Stamina war weg? Das kann sein, dass ich mich selbst betäubt habe. Lieg jetzt hier, ich werde gleich geschlachtet, glaube ich. Wo denn? Warte mal, ja, weiß ich doch nicht wo. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gesehen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich bin die ganze Zeit rumgebackt. Ich hab dich. Ich hab die Kratzbürste. Yep. Da ist er. Ja, das war ich. Was? Na wartet, meine Freunde. Hier, ist er. Hinterm Stein ist er. Wo denn? Jawohl! Petran und down von Ihnen. Sehr gut. Der Pimpi rennt da direkt vor mir, Richtung unserem Gatter. Richtung unserem Zaun. So, wollen wir da jetzt hin? Kratzbürste, Level 33, die Morphodon, was killt bei Pimpi, das, toll. Das war meiner, ja. Da vorne ist er. Da vorne sind sie, okay. Bola. Wenn ihr eine Bola habt, fangt ihr mit der Bola. Ich hab ihn getroffen. Das wäre doch gelacht, wenn wir den Stinkel wieder getroffen. Und heute Abend habe ich Kopfweh. Ich habe ihn gebolert. So, sehr schön. Noch weniger. Vögel abpfeifen. So. Da hat er gedacht, er kann uns an Koya umbringen. Haben wir den Gimpling auch schon? Nee, der wird jetzt geflüchtet sein. Der ist geflüchtet. Okay, schade. Aber einen Vogel haben wir. Ich will sich nur mit Pimpi zusammenstarken. Ich hab jetzt die Petra. Okay, dann nehme ich den Koya-Nervenden. Okay. Den Loot habt ihr? Ich kann aber auch neben dir sitzen. Ich habe sehr schönen Loot, ja. Ja, ne? Schön. Jetzt haben wir wieder ein paar Waffen. Ob sich das gelohnt hat, uns zu ärgern? Wir haben ein Metallschild, wir haben eine komplette Rüstung, eine lila Hacke, wir haben eine Muskete.
Wir haben Grappling Hooks, Fallschirme, Bola, Viking Axe. Munition hat er keine mehr gehabt, oder? Doch, 44 Schuss. Oh. Und welchen Vogel hat er jetzt von uns genervt, geärgert? Die Kratzbürste, die kleine. Die kleine, also. Ja. Dafür haben sie aber ihren Petranodon verloren, den habe ich mit der Axt platt gemacht. Ja, mein Dimorphodon, vielleicht hat er seinen Job getan und hat sie wenigstens genervt. Oh, der wird wahrscheinlich die Rüstung zerflattert haben. Ja, die ist ganz gut kaputt. Du hast ja den Dimorph von mir noch. War der. Oh. Ja. Oder war das der neue? Ich hatte ja noch einen gezähmt. Kann auch sein, dass der neue. Den hast du aufs Boot gelegt. Ja, so, das kann sein. Jetzt sollten wir uns aber gemeinsam zu den Booten zurückschlagen. Ja, ja, bitte, das machen wir jetzt. Wo ist denn das Boot? Immer noch an der Bucht. Am Braunpinnügel. Also eigentlich geradeaus. Uns fehlt ja noch ein Bootsfahrer oder ein Quetzer. Wartet mal ganz kurz. Kommt ihr nochmal zurück? Mein Vogel ist so schwer, ich bin ein bisschen... Nee, der ist so lahm. Es tut mir leid, der ist so lahm. Das ist der Koja-Nervende, oder? Das ist der Koja-Nerv, der ist ja scheiße lahm. Sag ich doch, dass der langsamste, den wir haben. Boah. Die sind links auf jeden Fall geradeaus. Ja, mach langsam Richtung und bleib bei mir, ne? Weil der ist jetzt wirklich ein leichtes Opfer für Ich warte auf dich. Petris. Ja, ich bin immer wieder hinter euch jetzt. So, Der Kampf mit ihm war nicht gerade einfach. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe mich mit der Bola drangehängt, mit dem Grappling-Hook drangehängt. Ja. Das war der entscheidende Moment. Da wusste er auch nicht nichts mit anzufangen, glaube ich. Nein. Doof ist nur, dass ich durch das ganze Hauen, ich habe mich selbst K.O. gehauen. Ich habe permanent versucht, den irgendwie zu treffen. Weißt du, du bist da mit dem Grappling-Hook, wenn der da so schnell durch die Gegend fliegt, du backst da nur hin und her. Du siehst gar nichts mehr, ne? Nee. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu hauen und dadurch nicht drauf geachtet, dass ich mich selbst gerade K.O. semmel. Nun ist es raus. Wenn es dich tröstet, ich habe keine Hose und keine Helm mehr an. Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert. No. Okay. Ich hoffe, du bist halbwegs safe. Ja, liegt in Land. Ja, ja. Okay. Ach ja, wenn ihr habt, könnt ihr mal ein bisschen Fleisch durchbraten. Wir kommen hungrig. Kühlschrank, noch durchgebratenes Fleisch. Wie immer. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen was gebraten. Ich muss einen kompletten Neustart machen. Mir hat sich gerade das alles verabschiedet. Es ist Steam down. Cool, na dann viel Glück bis bin gleich. Bin gleich wieder da, sorry. Ja, wenn gut, dann richtig. Sehr, sehr gut, wir haben sie. Zumindest einen. War mir eine genug. Boote müssen aber trotzdem noch dran glauben. Ja, ja das natürlich, das war erst der Anfang. Also das war definitiv erst der Anfang. Aber habt es gemerkt, wir müssen zusammenbleiben. Jetzt, wo wir zu dritt waren, konnten wir darauf reagieren. Wir haben sie im offenen Feld gehabt, nicht in irgendeinem Schiedwald-Eck und so weiter. Das war gut. Ja, auf unserer Insel, die kannten wir. Die sind ja wirklich auf unserer Auslog-Insel gewesen am Ende. Yep. Also insofern, so ist die Taktik ganz, ganz tauglich. Ich brauche jetzt gleich wieder Grappling-Hooks und Bolas. Die sind nämlich alle weg. Du hast doch geludet, Schätzelein. Stimmt. Die nehme ich einfach. Die hast du dir verdient. Habe ich mir verdient. Habt ihr euch auch verdient. Er hat den Vogel getötet, das war sein Getöter, gell? Das war, ja, den habe ich. Den finalen Schlag hast du gemacht, oder dein Vogel. Ich hab eingedroschen mit der Axt wie wild und einfach nur gehofft, dass er stirbt. Ja, ich habe auch schon gut mit der Axt bearbeitet. Sehr gut. Das war schön. Ja, das tat weh, glaube ich. Also, ich denke, die sind geheilt. Hoffe ich. Vielleicht sind sie jetzt nicht mehr so vorwitzig. Ja. Wir werden schon noch sehen. Die sollten sich ein Beispiel an Nutella nehmen. Die Rache kommt, umso schlimmer. Wer sich mit uns anlegt, stirbt langsam. Aber Stück für Stück. Da kommt er ja. Der Koja-Nervende Lampfvogel. Ja, ganz langsam kommt wenn er. Wenn wir sie dann haben, dann schneiden wir ihren Petri ein Stückchen und verfüttern sie an ihn. Genau. Ich glaube, das wird der Folgentitel. Wer sich mit uns anlegt, stirbt langsam. Der wird lang, der Titel, aber der lohnt sich. Aber dafür bin ich jetzt halt nackig, ne? Jo, hat sich zerbrezelt oder wie? Habt die Rüstung oder was? Die Mütze ist weg und jo. Ich glaube, die Handschuhe. Wenn wir was haben, außerdem habe ich Rüstung gelootet. Ja. Aber da klebt Blut dran und auch noch die von was meinem Mann. Was denn? Gimpi, das ist doch lecker. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir gleich sagen, keine Sorge, deine Waffe ist in sicheren Händen, ich trage das. Genau. Herrlich. Gut, wir sind gleich da.
Hier. Hier schon den Quetzi. Und jetzt auch die Boote. So, dann können wir gleich mal alles reparieren. Und dann sollten wir schauen oder überlegen, dass wir uns jetzt wieder um uns kümmern zum einen. Unser Ziel weiterverfolgen, was wir machen wollen. Haben wir eins? Nein, ne? Eigentlich war das Ziel, die Boote eigentlich, von denen. Eigentlich wollen wir sie schänden. Immer noch, ne? Ist immer noch dasselbe Ziel. Also dann, wir lernen jetzt mal den Vogel aus. Ich finde, die Rache nach Hause bringen. Nachson ist noch nicht vollbracht. Ja. So, eigentlich sollten wir genug Flugviecher haben. Also, wir könnten doch die Boote wirklich irgendwo außen parken. Dann sind auch die Junks nicht geladen, sprich, die Haie sollten auch nicht tun, sollten dabei hier sein. Ja. BB Anubis. Ist auf jeden Fall. Ach, die haben Blood Extraction Syringe dabei. Und die füttern sich mit Pilzen. Weil die ist leicht und aber genau. Die heilen nicht dafür. Nee, das nicht. Heilen tun sie nicht, das stimmt. Also ich habe jetzt auf jeden Fall auch eine Longneck. Die ist aber eine Standard-Longneck, ne? Also das war nichts Dolles. Ich habe auch eine Standard-Longneck und siehst ja, damit kann man auch schießen. Ja, das tat auch weh, das stimmt. So, dann mache ich mal meinen Hunger weg mit den Pilzen. Ahnung, weg damit. Scheiß Pilze braucht keiner. Ich schwöre auf echtes, gutes Fleisch. Pilze, weißt du, veganer Nahrung. Pfiff. Ja. Furchtbar. Und man weiß auch nie, welche Wirkung die haben. Vielleicht hat er deswegen einfach ins Gras gebissen. Der hat nur noch bunt gesehen und Kreise. Das ist gut möglich. So, so, die stehen also unter Drogen, wenn sie kämpfen. Sieht so aus. Das ist, der Verdacht liegt nahe. Ich meine, zu zweit eine volle Truppe angreifen, da muss man schon ein bisschen... Muss man schon ein bisschen drauf sein, um das mal so zu sagen, ne? Also. Aber man sieht ja, das ist extrem effektiv, wenn du einfach nur von Wirkung stiften willst. Wir haben uns zwei ganze Folgen lang eigentlich beschäftigt. Aber du musst... Ja, aber zu welchem Preis? Sie haben jetzt einen Vogel verloren, eine komplette Ausrüstung. Und wir haben... Ja, also ja, gut, eigentlich nichts. Wenn die Zeit, wo wir jetzt quasi nichts vollbracht haben, in der Zeit zwei Rechse getämt haben und uns gleich mit 10 Mann, 10 Vieren überrennen... meinst du? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich hoffe es einfach, dass du recht hast. Ja, ich auch. Dass ich einfach nur pessimistisch bin. Longneck Money? Eventuell das Mitte. Nein, die Smithy ist alle. Ich muss neue herstellen. Ich habe 44 Schuss, du kannst ein paar abhaben. Ist kein Thema. Ich tue es in den Munitionsschrank. Sehr gut, danke schön. Die Hälfte drin. So. Warte, dann hau ich auch noch welche rein. Wohin mit der Trophäe? Ja, Moment, wenn du auch noch was rein hast, dann nehme ich mir ein bisschen was wieder. Nee, ich habe nur 10 reingelegt. Ja, aber dann habe ich nicht nur 22 Schuss, dann passt so, dann so halb. Das Implantat. Dankeschön. Vom PMP. Schön, in den Trophäenschrank. Ja, würde ich auch sagen. So, ich repariere. Wir haben ganz, ach nee, wir haben auch gute Handschuhe, schade. Deren Handschuhe waren auch nicht schlecht, die haben 100. Meine sind blau, meine Handschuhe. Ich repariere die Rüstung trotzdem durch, dass wir eine Ersatzrüstung haben. Oh, es fehlt, Iron Ingots, haben wir keine Iron Ingots mehr? Guck mal in die Forges. Die Forges sind leer. Achso, okay, dann. Ich habe vorhin im großen Stil Waffen und Munition hergestellt. Das stimmt. Und wir hatten keine Möglichkeit, noch irgendwie was zu farmen. Von daher. Du, für den Fall, dass wir bei einem Angriff nicht so erfolgreich sind, sollten wir schauen, Vorrat wieder ranzuholen. Wir sind jetzt hier auf der Insel da oben. Da oben auf der Ebene müsste eigentlich Eisen sein. Yep, ja, da ist Eisen. Da in dem Boot ist das Schusspüppi? Ah ja, wunderbar. Die Nakobären aus dem Bergen habe ich gerade durchlaufen lassen. Die sollten alle leer sein. Du, ich glaube ganz ehrlich, mein Demorphodon hat mir den Arsch gerettet. Ne? Kann gut sein. Weil ich bin ja umgekippt. Und danach war der frei. Ich schätze mal, deshalb hat er nicht weiter auf mir eingedroschen. Ich lag ja direkt bei ihm. Er hätte mich töten können in dem Moment, wo ich da lag. Ich schätze mal, dass er... Sich erstmal mit dem Demorphodon beschäftigen. Ich schätze, das war's, ja. Und ich glaube, er hatte ja auch nicht gleich gesehen. Ich habe den Demorphodon auf Attack My Target immer stehen. Oh, ein Koya-Original. Es gibt Nebel. Yay. EPS 89. Hat jemand gerade was getestet? Ja, ich teste gerade, welcher Pfeil wohl für mich der Pfeil wird. Ups. Dein Pfeil. Problem ist halt,
Die anderen sind halt effektiver, ja. Wahrscheinlich was Rüstung zerfetzen angeht. Nee, ich werde nicht mit den Brandpfeilen schießen. Nee, ich denke auch nicht. Die ganz normalen Steinpfeile, weil ich weiß es noch nicht so ganz. Ja, aber nur auf diesem komischen Ding. Ich habe sie auf Anubis getestet und da waren es die anderen. Also, du musst auch dran denken, dass die Puppe keinerlei Rüstung hat. Ja, eben. Deswegen werden da die Pfeile mehr Schaden machen. Das heißt, Brandpfeile zum Rüstung zerfetzen und normale Pfeile zum Umnieten. Jupp. Und Gokoya, dadurch, dass wir so schwer waren, konnten die nicht schnell mit uns wegfliegen. Die konnten nur ganz langsam schießen. Aber mit mir waren sie ganz flott unterwegs, weil ich sehr leicht war. Ach ich so, okay. Hab nur 100 Kilo drin gehabt. Aber nee, der Krabling schießt ja auch gut, was? Hast nur 100 Kilo? Ich hab viel weniger drin, ich hab nur 60. Hat eigentlich irgendwer das Eisenschild für sich beansprucht? Das jetzt, glaube ich, noch nicht. Nö, oder? Nimmst dir, wenn du es nicht brauchst. Nimm's ich hab ruhig. Nicht nö, dann würde ich das nehmen, dann kann ich die Steine erstmal in den Haar rausschmeißen. Ist noch im Vogel drin, kannst du den nehmen? Achso, im Vogel, ja. Dann hole ich mir das doch. Ja, ich zapfe mir immer mal ein bisschen Blut ab. Oh, bisschen angefressen, aber gut. Gibt's einen Trick mit dem Longbow wegen dem Zielen? Eigentlich nicht. Weil irgendwie. Ja, die mit Bögen zielen ohne Fadenkreuz ist natürlich schon ein bisschen tricky. Mit einem normalen Bogen kann ich's, aber ich hab den zum ersten Mal in der Hand. Da eigentlich ziemlich genauso schießen. Eigentlich nur ganz anders. also. Ihr seid noch mittendrin, ne? In der Aufnahme. Ja, wir sind noch mittendrin, ja. Gut, ja. Okay, dann schmeiß ich meine gleich wieder mit an und schneid die hinten dran. Ja, schade, aber. Ja, lässt sich halt so, ne? Das ist, Steam hat sich komplett verabschiedet und hat gleich arg mit runtergerissen. Und als ich mich wieder relockt habe, wollte er ein Steam-Update fahren. Oh, schön. So. Gut, Leute, wir brauchen Eisen. Das heißt ich also. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal hoch und. Über die du gerade gemeint hast. Ich schnapp mir auch einen Argentavis und tue dir gleich. Was mit dem Quetzi? Achso. Der steht ja noch. Ich flieg mit dem Quetzal hoch. Achso. Okay. Du fliegst mit dem Quetzi. Ja, mach es in Ordnung. Komm du noch mit dem Quetzi, dann machen wir ordentlich die drei Vögel voll, dann haben wir wieder genug Eisen für erstmal. Wie ist es mit Narcos? Soll ich Narcos produzieren? Immer ich habe zu. Ich habe eben 100 durchlaufen lassen. Ja, da können wir auch nochmal 200 gebrauchen. Also solange es irgendwie Zeit hat, da was zu machen, macht's. Und ansonsten, was können wir noch brauchen an Zeug? Ich weiß nicht, ob wir schauen, ob wir unser Boot noch ein bisschen mehr befestigen. Aber dafür bräuchte man wiederum Eisen. Ich denke da halt auch ein bisschen an Spikes oder so, aber andererseits. Dann kann man nicht mal drauf landen. Ja. Na, wo ist denn da? Schwierig. Das Trike, was soll das kriegen? Leben. Ich würde sagen Leben, falls wir mal angegriffen werden, dass es durchhält, okay. Weil das ist nervig, ein neues Trike zu holen, hält nur auf. So, dann holen wir halt mal wieder da Zeug bei. Bisschen Genugtuung war das ja schon, aber es reicht noch nicht so ganz, oder? Und ich weiß, also meine persönliche Rachegelüste sind noch nicht noch nicht so gestillt. Ganz. Das ist. Nee, Stone weiterhin wegschmeißen gern. Oder haben wir noch? Oder brauchen wir wieder aus irgendwelchen Gründen Stone? Stone müsste genug da sein. Ich schaue eben, Moment, ob ich meine, das sollte genug da sein. Ja, wir haben hier was aus Stone gebaut. Stone. Ich dachte, wenn ich mit dem Quetzal zu euch kommen soll und euch entladen soll. Nee, du kommst mit dem Quetzal und haust mit, hier sind genug Steine. Also, Stone ist etwa halb voll. Halb voll, naja, dann bringe ich ein bisschen mit, komm, schadet ja nicht. Ich glaube, spätestens wenn wir doch mal sagen, wir bauen so ein Katapult, dass wir dann einiges an Stone brauchen, oder? Ich glaube, diese Katapultschüsse waren viel steinfressend, kann das sein? Wäre möglich. Habe ich jetzt nicht so im Kopf. Oder Kanone oder dergleichen. Kanone gibt's ja hier gar nicht. Gibt's nicht? Die würde so gut passen. Ja, aber die gibt's irgendwie noch primitiv nicht. Erstaunlich. Ach, bei der Primitiv Plus Mod finde ich mittlerweile nichts mehr erstaunlich. Nee, das stimmt. So, erster Flug zurück. Aber ich stopp einfach den Quetzi voll. Geht ja gerade so schön. Bin mal kurz auf Toilette. Jo. Gut. Ist hier oben irgendwo noch mehr Metall? Ja, geradeaus weiter. War relativ erfolgreich. Wir werden jetzt unsere Lager noch ein bisschen auffrischen. Und dann geht es in der nächsten Folge wieder auf Hetzjagd. Wir wollen die Boote finden. Ich hoffe, das schaffen wir. Wir müssen uns mal ein bisschen anstrengen und
uns überlegen. Das Problem ist immer, wenn du als Speer unterwegs bist, hast du halt auch immer die Gefahr, dass du erwischt wirst. Müssen wir schauen, wie wir das anstellen. Aber irgendwie müssen wir es schaffen. Also die Rache muss kommen und ich feiere da sehr drauf hin. Also von daher auch eine gute Idee. Die werden wir ausarbeiten im Offscreen irgendwie und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Ciao.